Herzlich willkommen bei Mini Paradise zu einem neuen Video auf unserem YouTube-Kanal und heute zu einem ganz besonderen Video, nämlich wir werden zum ersten Mal die niegelnagelneue wunderschöne Blackstone Fortress Box anspielen und ja, wir haben es schon mal getestet. Wir haben uns mit den Grundregeln befasst, aber besonders tief ins Spiel sind wir noch nicht eingestiegen und deswegen ist das ja auch umso schöner, damit wir so einen Einsteiger anfangen. Komm, erzähl die Geschichte mal. Anfänger, Einsteiger, Spiel machen. Die denken sich jetzt alle, warum stehen die da so blöd? Warum gucken die alle den Robert so böse an? Erzähl, komm. Wir haben gerade schon mal versucht aufzunehmen, das erste kleine Szenario, haben da ein bisschen Probe gespielt, das war schon locker eine Stunde gespielt. Noch anderthalb Stunden. Haben leider vergessen, wieder das Mikrofon einzuschalten. Haben wir vergessen, alle gemeinsam. Und, aber jetzt sind wir ein bisschen trainiert, ein bisschen regelfester. Eben hatten wir viele Sachen, wo wir nicht so ganz wussten, wie es geht. Aber jetzt sind wir da ein bisschen sicherer schon. Deswegen ist es jetzt umso besser, jetzt den Einstieg mit euch zu machen. Und wir spielen jetzt das erste Szenario nochmal live mit euch gemeinsam. Jetzt geht's richtig los. Und jetzt geht's richtig los. Und jetzt wollen wir mit euch dann, wie gesagt, diese schöne Box, die der Robert schon mal ausgepackt hat mit euch im Unboxing-Video mal unter die Lupe nehmen und das erste Szenario mit euch gemeinsam spielen. Wir sind heute endlich mal wieder auch zu viert auf der Kamera. Das ist noch nie passiert. Heute als diesen Anlasspunkt für dieses tolle Spiel machen wir das natürlich auch extra mal. Apropos, wenn wir nochmal über das Spiel sprechen. Worum geht es beim Spiel nochmal? Wer bekommt das? Ich glaube, Gewinnspiel. Es gibt ein Gewinnspiel auf unserem Kanal. Genau. Das ist auch schon rum. Am Samstag, den 24. November. Und derjenige, der gewonnen hat, das ist ja unser Hauptgewinner, der bekommt diese schöne Box auch. Und deswegen kann er sich jetzt noch umso mehr freuen, wenn er das Video sieht und dann auch schon bald die tolle Box in der Hand hält, weil er weiß, was hier Schönes auf ihn zukommt. Und die Miniaturen sind wirklich schön. Also wir haben sie komplett bemalt schon. Und ja, sind sehr hübsch. Sind hübsch geworden. Ja. Vielen Dank nochmal an Nils, der hat auch eine Figur bemalt. Danke Nils. Plus 12. Und einen Beastman, falsch rum zusammengeklebt. Ja, der läuft irgendwie rückwärts. Aber wir wissen auch noch nicht genau, ob Kai das vielleicht war. Ich weiß genau, dass ich es nicht war. War noch etwas umgekehrt. Das Schlimmste an dem Spiel ist eigentlich auch... Wir spielen zusammen, ne? Wir müssen zusammen... Also ich habe ja nichts dagegen, mit allen zusammen zu spielen, aber mir missfällt das etwas, mit Kai zusammen zu spielen. Und um eine Frage da vielleicht vorwegzunehmen, es gibt kein Friendly Fire. Schade. Das heißt... Sonst würde es nämlich Redlings Burn heißen. Exakt. Wir haben unsere Charaktere schon ausgewählt und wir haben auch Robert und Kai nebeneinander sitzen lassen, also nebeneinander gesetzt, damit sie gegenseitig sich auch noch ein bisschen streicheln können, falls es mal nicht gut funktioniert auf dem Spielfeld. Und, ich will noch mal kurz sagen, wie ein Charakter. Das machen wir gleich mal anzeigen. Okay. Also viel Spaß bei Blackstone Fortress, dem Warhammer Quest-Spiel im 40k-Universum und wir nehmen euch mit in das erste Spiel, ins erste Szenario als blutiger Anfänger und Einsteiger der Reihe. Viel Spaß! Hallöchen zusammen! Ja, wir haben uns auf dem Spielfeld jetzt wiedergefunden. Wir haben das Schlachtfeld bzw. das Kampffeld schon aufgebaut. Nur mal als Erklärung, es gibt insgesamt für ein Szenario immer 8 Erforschungskarten. Diese Erforschungskarten setzen sich zusammen aus 4 Kampfkarten und 4 Herausforderungskarten. Und die müssen alle absolviert werden, bis das Szenario geschafft ist. Und bei den Herausforderungskarten muss man immer gewisse Aufgaben bestehen, irgendwie was drüber springen oder was einsammeln oder sowas. Das ist jetzt, das haben wir einfach mal übersprungen, das haben wir schon gemacht. Und wir wollen mit euch direkt mal auf ein Kampfszenario einsteigen, damit ihr eine Vorstellung habt, wie das jetzt funktioniert. Wenn man eine Kampfkarte zieht, baut man das Szenario mit diesen Pappblättchen eben genauso auf, damit das am Ende so aussieht. Diese lilanen Marker, die hier gekennzeichnet sind, mit den Nummerierungen 1 bis 3 hier eben, das sind Begegnungskarten. Dafür zieht man dann eben aus dem Stapel gewisse Begegnungen, wie zum Beispiel man zieht die Ghouls. Und dann schaut man bei der 1, wenn man die als erstes gezogen hat, wie viele Ghouls spawnen und platziert die dann eben um dieses eine Feld hier vorne rum. Jetzt ist das so, dass wir eben schon alles aufgebaut haben. Wir haben gezogen, aufgebaut. Im 3 steht kein Feld, weil da steht hier bei den Traitor Guardsmen in Feld 3, dass da Trümmer liegen. Und deshalb muss man da 2 Bewegungspunkte ausgeben für eine Bewegung anstatt von einem. Jetzt analysieren wir mal kurz und stellen vor, wer die Helden sind. Ich mach mal, fang mal an. Ich bin Amalyn Schattenspur. Deswegen habe ich so eine Heldenkarte und meine Heldin dazu. Die sieht recht hübsch aus. Hübsch bemalt.
Und auf dieser Karte erkennt man jetzt die Eigenschaften und die Werte der Heldenkarte. Jeder hat vier von diesen Feldern, das heißt, man hat vier Aktivierungswürfel. Das sind die ganz normalen weißen Würfel, die man eben würfelt und dann mit der Aktion ausführen kann. Und es gibt eben noch weitere, wie beispielsweise Bewegung, gibt an, wie viele Felder man sich bewegen kann. Verteilung, Beweglichkeit und Vitalität sind Eigenschaften und dahinter die Symbole geben an, mit welchem Würfel man eben bei diesen Tests der verschiedenen Fähigkeiten würfeln muss. Deswegen gibt es ja genau die drei Würfel. Das sind diese drei unterschiedlichen Würfel. Es gibt den grauen, das ein W6 ist. Es gibt den lilanen als W8 und den blauen, hellblauen als W10. Und die geben eben unterschiedliche Ergebnisse an. Der graue ist der schlechteste oder schwache Würfel. Der von diesen Feldern, wo nichts drauf ist, ist immer ein Fehlschlag. Findet man ein Symbol drauf, heißt das Erfolg. Findet man den Würfel mit zwei Symbolen drauf, ist das ein kritischer Erfolg. Bei den anderen Würfeln hat man eher eine höhere Wahrscheinlichkeit, Erfolg oder kritischen Erfolg zu würfeln. Robert, wen hast du mitgebracht? Warte. Ich habe gleich zwei mitgebracht. Nämlich rein und raus. Rein ist der mit dem kleinen Enterhaken da oben und raus ist der mit dem Scharfschützengewehr. Und ja, da sind zwei kleine Zwillinge. Und die sind auf jeden Fall richtig cool. Robert kann, wenn er Aktion ausführt, mit beiden jeweils eine Aktion ausführen, weil er spielt ja beide Helden theoretisch gleichzeitig. Mhm. Und Kai, wen hast du dabei? Kannst du es mal für mich in die Kamera halten, Marcel? Ja, natürlich. Kai ist hier vorn die Fromme. Vorn die Fromme. Ist eine nette Dame, eine eifernde Missionarin, die mit einem riesen Flammenwerfer ausgestattet ist. Und als letztes in unserer Gruppe haben wir noch Manuel. Thaddäus der Läuterer, Ministerium Priest. Das ist ein klassischer Priester oder Kleriker. Manuel ist derjenige bei uns in der Runde, der auch heilen könnte. Und auch seine eigene Figur angemalt hat. So wie ich nicht. Danke, Nils. Danke, Nils. Genau, und wir haben jetzt, wie gesagt, uns positioniert. Mit diesem Transporter hier sind wir angedockt. Da sind wir in diese Spielwelt jetzt reingekommen. Und wir haben jetzt als Aufgabe letztendlich über die Portale jeden wieder rauszukommen und eben über die Gegner zu besiegen und halt weiterzuziehen. Diese Würfel hier vorne, diese Karten hier vorne, die Initiativkarten geben einfach immer die Zugreihenfolge aus. Der Manuel ist bei uns jetzt gerade der anführende Spieler. Der deckt jetzt mal der Reihe nach auf. Hast du auch voll gemischt, Mann? Ja, wenn. Das bedeutet nämlich jetzt die Zugreihenfolge 1, 2, 3. Diese Zahlen geben einfach nur an, wann die jeweiligen Monster aktiviert werden und Fähigkeiten ausführen. Oh je, da geht's richtig ab jetzt gleich. Da geht's richtig ab. 3 streiche ich jetzt mal, weil es ja ein Trümmerhaufen ist, da passiert ja nichts. Und die Aktionen werden jetzt in dieser Reihenfolge abgehandelt. Und wir würfeln jetzt als allererstes nochmal die Aktivierungswürfel. Da ist mir die Scheibe gelaufen. Oh, ups, das waren 6. 6, 5, 4 und 3. Oh, komm. Alter, stark. Stark, beim Priester geht einiges. Schöne Kampfshop oder so. Battleshock-Test. Ist egal, der lebt wahrscheinlich eh nicht lange, weil er als erstes die Gegner dran das sind. Das hast du erklärt hier mit den 1, mit den... Genau. Ja. Mit den also wenn man sich die Zugreihenfolge jetzt anschaut... ist was rausgelaufen? Er räumt hier ab. Wenn man sich die Zugreihenfolge jetzt anschaut, erkennt man jetzt, dass die Gruppe 1, also die Ghoul, als erstes starten. Anschließend die Gruppe 2 und dann kommt rein und raus als erstes weiter und dann und so weiter unsere Gruppe. Was wir jetzt für eine Option haben, ist, wir können Wagnisse eingehen. Das heißt, wir können jetzt mit den Würfeln beispielsweise verschiedene Aktionen machen. Wagnisse sind einfach dafür da. Man kann einen Würfel ausgeben, um diese Zugreihenfolge abzuändern. Ne? Also beispielsweise können jetzt rein und raus ein Wagnis abgeben, würde einen Würfel ablegen. Wenn es einen Erfolg hat, dann müsste er testen auf seine Beweglichkeit. Robert hat als Beweglichkeit den... Immer den lilanen. Also Verteidigung, Beweglichkeit, Vitalität ist immer genau. Der lilane. Ja. Ne? Würde jetzt ein Wagnis abgeben, würde er jetzt keinen Erfolg haben, würde ein auf Erfolg würfeln, dürfte er mit seinem Nachbar das Feld tauschen, also wäre vor dem Zweier dran und würde er sogar kritisch würfeln, könnt ihr mit egal wem, also mit egal welchem Feind die Zugreihenfolge ändern. Und die 3 fällt weg, weil wir... Genau, die 3 fällt weg, weil da nur Trümmer sind. Das heißt, wir brauchen also, wenn wir hier durchgehen wollen, eine Bewegung mehr, um durch das Feld zu kommen. Genau. Mehr ist es nicht. Jetzt könnten wir überlegen, also man könnte auch die Zugreihenfolge unter uns ändern, wenn man sich nämlich sieht, dann könnte man Deckungsfeuer oder Deckungsfeuer heißt das geben, da könnte rein und raus auch einfach die Position beispielsweise jetzt mit Kai oder so tauschen, wenn man direkt in Sichtbar-
Sichtbereich zu den Figuren hat. Jetzt ist unsere Überlegung, wollen wir die Gegner zuerst anfangen lassen oder wollen wir da einschreiten? Also ich würde tatsächlich gleich im Wagnis eingehen, oder? Weil jetzt beide Gegnergruppen zuerst ist doch irgendwie blöd, oder? Was sagt ihr? Müssen wir nicht vorher noch die Schicksalswürfel? Genau, die werden wir auch noch machen. Das sind zusätzliche Würfel, die sehr gut können. Also gut. Schicksalswürfel, die würfelt man zusätzlich und die dürfen von der Gruppe eingesetzt werden als neutrale Würfel. Die kann man zusätzlich nutzen. Wenn man doppelte Würfel, die müssen rausgelegt werden, die einzelnen können benutzt werden. Jeder darf genau maximal einen Würfel daraus nehmen und wenn er benutzt wird, auch weggelegt. Das heißt, ist schon gut. Das ist ein guter Wurf. Ne? Toll. Drei Würfel dafür noch zu extra. Immerhin etwas. So, jetzt, was meint ihr? Was wollen wir machen? Wollen wir in Wagnis eingehen oder wollen wir es über uns ergehen lassen? Schlachte den Priester, heißt es gerade. Ich würde das Wagnis sofort eingehen, weil wir haben da, könnten theoretisch einen von denen nutzen. Wir brauchen für ein Wagnis, müssen wir nur einen Würfel weglegen, ne? Mhm. Also ich würde das machen. Dann kannst du es probieren, auf Beweglichkeit testen. Klingt wie Vitalität. Beweglichkeit, Vitalität ist nicht zu meinen, jetzt ist nichts passiert. Willst du es auch probieren? Oder können, kann jeder, ne? Ja, das kann jeder. Komm, Spaß kostet. Jawohl, eins, du darfst mit dem nächsten Feind tauschen. Du bist der hier. Das ist schon mal. Tauschen. Ne? Tauschen, ja. Das ist schon mal gut, dadurch hast du schon mal hinter mich gekickt. Auch noch vorne, da komme ich jetzt auch noch mal vor ihm dran. Okay. Jetzt müssen wir aber noch irgendwie vor die Gule kommen. Das geht wird nichts mehr. Das, weil du ja schon probiert hast und er jetzt auch. Und ich könnte dann nur noch vor die zwei da kommen, aber das lohnt sich nicht mehr. Genau, also würde ich sagen, lassen wir das jetzt einfach so stehen und lassen den Angriff der Gule. Die Gule haben wir eben drei am Ruf. Die kommen da eh nicht dran. Aber doch, die können auch zweimal bewegen. Ja. Ja, der eine, aber nicht der andere. Wenn sie doppelt bewegen, sind sie alle dran. Wann haben die doppelt aber bewegen? Nur wenn sie anstürmen dürfen oder so. Aber ja, ich würde auch 20. sagen, wir lassen das über uns ergehen, weil ich glaube nicht, dass da so viel passiert. Auf geht's. Jep. Gule. Gule. Also der Manuel, zeig mal kurz noch einmal kurz die Fight. Ich bin der die Bösen spielt. Der Anführer unserer Gruppe. Und zeig mal, es gibt halt für jede Feindgruppe auch solche Einheitenkarten. Und auf denen sieht man jetzt eben drauf, was die jeweiligen können. Und eben auch das, was sie als Reaktion zeigen. Das heißt, der Manuel muss jetzt für jede Ghoul-Figur einzeln würfeln, wie die sich jetzt in dem Spiel verhält. Und wir starten immer mit den Gegnern, die uns am nächsten sind. Das heißt, wir fangen mit diesem Ghoul an. Und der Ghoul hat einen 16. Eine 16. Was ist er? Sichtfeld? Der ist nah dran, ne? Der ist nicht im Sichtfeld, ja. Nicht im Sichtfeld, also versteckt. Doch, der ist auch im Sichtfeld. Oder nah dran. Also eine gerade Linie zählt ja nur. Genau, also gerade, der ist nicht im Sichtfeld. Der ist nicht im Sichtfeld. Also versteckt das. Genau, versteckt. Da sind wir bei Angreifen. Angreifen, okay. Das heißt, er führt eine Bewegung durch, wenn er zuschlagen kann. Wenn er nicht zuschlagen, führt er noch eine Bewegung aus. Also zwei Bewegungen. Kann er sich drei oder zwei bewegen? Eins, zwei, drei. Ja, der ist schon dran. Okay, dann kann er noch zuschlagen. Ja. Richtig. Auf den Priest. So, der Ghoul attackiert jetzt. Der hat eine Nahkampfwaffe mit dem lilanen Würfel. Aber weil er rasant ist, das ist jeder Ghoul, darf er jetzt dreimal zuschlagen auf den Priester. Nichts. Doppelt. Das heißt, der Manu macht einen Safe-Wurf, das ist der Verteidigungswurf und damit muss er mindestens das gleiche Ergebnis erzielen, was ich vorher. Eine schwere Wunde oder eine normale Wunde? Eine schwere. Yeah. Genau. Der doppelte Wurf ist eher ein kritischer Schlag. Manuel hätte mit kritischem Schlag verteidigen müssen, das hat er nicht geschafft. Das kannst du aus für einen Würfel ausgegeben eben? Ja. Achso, okay, dann passt. Und der dritte, die dritte Attacke? Ja, das sind 50 Cent. Und nochmal, jetzt nochmal einen Safe-Wurf hinterher. Und noch einschlagen, aber das ist jetzt eine normale Wunde. Das brauchst du nicht weglegen, das musst du erst danach ausgleichen. Der Würfel darf bleiben. Okay, dann machen wir mit dem nächsten Ghoul weiter. Oh, ich wollte das mal bezahlen. Ich hab mal gewürfelt. Ja. Eins ist stark, Kai, jawoll! Abwarten! Abwarten, der macht gar nichts. Sehr gut, Kai. Nächsten? Du bist ein super Anführer. Nur bin ich ja keiner gerade. Ich muss ja wieder einen ersetzen. 16, der macht angreifen. Aber der muss zweimal bewegen jetzt. Aber der ist im Sichtfeld, wollte ich nur sagen. Nee, auch nicht. Zählt doch nur hier rüber oder hier rüber. Also hier diagonal. Achso, nee, ja, mach weiter. Mhm. Also 1, 2, 3. Ja. Und dann nochmal bewegen. Und dann nochmal. Ja. Dann der nächste? Ja. Das ist der letzte. Erstmal angreifen noch, oder? Das ist schon der letzte. Nee, der hat sich zweimal bewegt, dann kann er nicht auch angreifen. Auch bewegen. Auch angreifen. 1, 2, 3, 1.
Aber der geht auch mit dir rein. Nee, der stellt sich hier. Der letzte? Der tut nichts. Der war schon. Eins. Ach, der war schon. Der bleibt schon. Hat der Kai super gewürfelt. Genau. Jetzt kommen wir dahin, dass der Thaddäus, der Läuterer, Gas geben kann. Jetzt ist der Zug vom Kai. Der Kai kann jetzt. Der Manuel, Entschuldigung. Ja. Der Manuel. Der Manuel, der Kleriker hier vorne, darf jetzt seine Würfel ausgeben für Aktionen. Das heißt, er kann Waffenoptionen ausspielen oder kann sich eben beispielsweise bewegen, suchen oder erholen. Ja, ich muss ja dreimal nach. Erholen kann ich auch. Kann ich auch einmal. Eine Eins ausgeben und dich erholen, dann kannst du auf Vitalität prüfen. Was machen? Dann kann ich vielleicht das Leben heilen. Ne? Genau. Ja, oh. Dann kriegst du die Wunde weg. Danke. Läuft. Super, zweimal Nahkampf. Läuft. Danke, danke. Dann mache ich erstmal einmal Nahkampf auf Inje. Ja. Gib einen Punkt aus. Ein Schaden. Der Gula 3 Lebenspunkte. Jetzt bekommt er einen Schaden. Und ich kritische Treffer machen 3 Schaden. Normale Wunden machen 1 Schaden. Schau nochmal auf den, ne? Gula haben 3 Leben, ne? Genau. Mach das. Jawohl. Und das ist ein Crit. Jawohl. Ist aber. Ich finde das gut. Muss erst der Angeschlagene weggehauen werden? Ja, okay. Hm? Der Angeschlagene ist jetzt weg. Das heißt, du hast insgesamt 3 Schadenspunkte gemacht, Manuel. Mit allen seinen Attacken. Was jetzt passiert, wenn man Schaden gemacht hat, am Ende seines Zuges darf man diesen schwarzen Schicksalswürfel werfen oder schwarzen Würfel. Und wenn man unter oder gleich das Ergebnis würfelt, so viel Schaden wie man gemacht hat, dann erlangt man sowas wie Erfahrungspunkte, sind wie Inspirationspunkte. Das heißt, das ist eine Belohnung für das, was man. Wirft in das Held rein. Wer schmeißt denn das? Wir müssen einfach nachher da reinschmeißen und dieses Gewühle jetzt sein lassen. 1,46 haben die reingeschmissen. Weiter geht's. Da steigt das Ganze raus. Ich hab 5,46 reingeschmissen. Als Flatrate. Den ganzen Monat. Grausam, oder? Katastrophe. Katastrophal. Keiner noch raus ist dran. Okay, wir machen weiter. Achso, dann läuft ja noch, ne? Dann machen wir mit rein und raus weiter. Vergesst nicht, einen Würfel auszugeben, weil jetzt. Stimmt. Jetzt haben wir 3 für jeden noch einen. Ja, weiß nicht. Warum sagst du, dass die 5 hätte übelst reingehauen? Ja, das. Das ist mir gerade erst wieder aufgefallen. Es tut mir leid. Dann machen wir erstmal eine Teamaktion. Rein und raus. Ja, das ist eigentlich alles blöd. Scharfschützenwert 2 bis 3. Das ist ja gut. Also beide sind für den. Also ja. Beide könnte ich jetzt. Aber du kannst doch mit der schweren Pistole. Also ich gebe jetzt erstmal einen aus und bewege mich mit ihm hier vorne hin in das Feld. Ja. Dann gebe ich die 4 aus, um mit ihm mit dem Scharfschützengewehr auf diesen Ghoul hier zu schießen. Du kannst doch gleichzeitig mit beiden schießen, oder? Nee, Scharfschützengewehr muss ich eine 4 plus ausgeben und der andere hat kein Scharfschützengewehr. Das ist nichts. Und dann gebe ich die 3 aus, um mit seiner Pistole nochmal zu schießen. Der hier. Das ist nicht so geil. So, und dann gebe ich jetzt nochmal die. Was gebe ich denn aus? Darf ich die 4 ausgeben hier? Ja. Dann schieße ich nochmal mit dem Scharfschützen. Ja, den Würfel will ich jetzt nicht machen. Jawohl! Crit. Jawohl. Der ist durch. So, der ist jetzt durch. Genau. Ne? Crit hat mir gesagt, macht direkt 3 Schaden, ein guter 3 Lebenspunkte. Dann stirbt er direkt. Und du darfst noch testen. Ah, das war knapp. Das war knapp. 4. 4. Okay. Gut, dann kommt Feindgruppe 2 an den Zug. Die Guardsmen. Fangen wir mit dem hier vorne an. Okay. Yep. 2. Was sind die denn? Sichtfeld? Nee, ne? Versteckt. Versteckt. Dann abwarten. Die hier sind im Sichtfeld, genau. Die sind im Sichtfeld, ja, alle drei. Aber wir haben ja den Captain. Ja. Genau. Abwartend. Nichts. Ja. Der hier? Der Flamer. 8. Ist auch versteckt, ne? Ja. Vorrücken. Okay, der bewegt sich einfach vor. 2 Felder. So. Die er kann. Jawohl, oh, Flamer. Als nächstes? Der letzte hier? Ja. Angreifen. Okay, dann darf er sich einmal bewegen. 18 oder was? Einmal bewegen, könnte dann schießen, geht das? Der könnte sich hierhin bewegen. Wenn er sich. Dahin? Ja. Und dann könnte er vielleicht 3 Felder schießen.
Wenn er das kann. Was ist er denn? Pistole hatte. Pistole, Nahkampfwaffe, drei ja. Felder, ja, mit einem Grauen. Gut, dann könnt ihr schießen. Jawohl. Treffer. Mit so viel Freude. Aber gesaved. Gut, ja. Manu. Du Maschine. Läuft, läuft. Ja. Dann die nächste Gruppe hier. Erstmal der Vordere. Wie weit kann ich so ein Grenadier werfen? 17. Oh, 17. Was ist der denn? Im hat Sichtfeld. Der frei angreifen. Warte mal, im Sichtfeld. Nee, was macht man da? Der ist im Sichtfeld. War noch kurz. Was ist denn das? Nah dran, ne? Nee. Zwei. Da gibt's noch was. Also es gibt versteckt, im Kampf, in Deckung, nah dran oder andere. Nah dran ist, Reichweite zum nächst sichtbaren Ziel ist zwischen zwei oder drei Felder. Das haben wir nicht, also es ist andere. Was Kampflust. Kampflust hat er dann. Attacke gegen den nächsten sichtbaren Erforscher in Reichweite. Danach Attacke gegen den nächsten sichtbaren Erforscher in Reichweite. Wenn der erste Ausschuss ist, ein anderer dran ist. Nee, das kann er nicht. Gib mal bitte kurz. Ich will mal kurz checken. Versteckt, keine Sichtlinie im Kampf. Nein, Entdeckung, nah dran. Entdeckung, Lasergewehren für alle sichtbaren Erforscher, Entdeckung, Lasergewehr. Hat er aber nicht. Nee, er hat eine Granate. Der hat eine Granate. Granate, erhöht ihren Wundwert. Eine Gruppe kann nicht mehr als einen Sänger, also ja. Also ich bin mir jetzt Kampflust. Muss sich doch bewegen können, jetzt anderes macht doch gar keinen Sinn. Oder schießen halt. Wenn er das mit ich hätte reicht. Gesagt, dann machen wir einfach bei dem jetzt auch angreifen. Weil er hat ja eigentlich hat er Sichtlinie. Hat er. Ja. Ja. Er ist nicht angrenzend, er ist nicht in der Reichweite, nicht zwei, drei Felder, aber er hat Sichtlinie. Ja, genau. Also hätte ich gesagt, er ist einfach... Also rennt er jetzt und greift dann an, oder was? Okay, er kann ja nur zwei gehen. Falls er nicht angreifen kann, geht er nochmal zweimal, oder? Komm, er kann ja angreifen. Er kann die Granate werfen. Genau, er kann gehen und nach Granaten werfen, ne? Okay. Okay, dann zwei Felder, dann... Granate ist jetzt zwei bis drei Felder. Ja. Ja. Ist ein Liederne. Oh, ah. Und da steht hier auf diese Weise, ignoriere Deckung. Außerdem führe außerdem einen Attackenwurf der Deckung ignoriert gegen jeden Forscher im selben Hexfeld wie das Ziel durch. Okay, das ist dann hier in dem Fall der Rhein. Genau. Was gegen mich oder jetzt gegen. Rhein. Nee. Ha, gute Würfel hätten. Mhm. Okay, dann gut. haben wir noch zwei Jungs. Aber haben wir noch. Was ist das Lasergewehr? Nee. Das sind die Lasergewehre. Ja. Sieben. Sichtfeld, ne? Mhm. Ja, aber hier, was ist denn hier Sichtfeld? Ich weiß es nicht ganz genau. Das ist schlecht. Da steht Entdeckung, Lasergewehr und für alle sichtbaren Erforscher Entdeckung. Das dann mach das. Ja, was haben wir gewürfelt? Das ist 7. Ist Zielen. Zielen? Attackiert den weitest entferntesten sichtbaren Erforscher in Reichweite. Das wärst du. Ja, oder raus. Oder raus, ja. Der Kerl kann mit dem Lasergewehr 4 plus schießen. Okay, ja? Dann kann er. Ich bin am weitesten weg, weil ich stehe auch hinter dir. Dann? Ja, ist eigentlich egal. Eins. Ist egal. Safe-Wurf? Ich brauche einen Grauen. Lass mich das machen. Das ist du kannst ja auswählen. Ja, ich will aber ihn. Weil wir stehen ja beide im gleichen Feld. Ich habe einen besseren Safe-Wurf. Mir egal. Ich krieg einen Schaden. Sehr gut. Und nochmal? Wie viele Schüsse macht ihr? Mit dem, oder macht ihr nur einen Schuss, oder? Ja, ja. Okay, dann die Aktion mit dem zweiten. 4. Das macht nichts. Ziel. Auch Ziel. Wenn er in Deckung ist? Ja. Der ist aber nicht in Deckung. Eigentlich sind die nicht in Deckung, ne? Naja. Hier ist keine Linie davor, also keine weiße. Also wir haben hier, hast du das erklärt mit den weißen Linien? Ja. 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 Dann ist es bestimmt jede andere Aktion. Vorrücken. Das Vorrücken machen, komm. Geh vor und schieß mit ihm. Dann mach die Wunde weg, dann müssen wir mit dem auch vorrücken. Das dann machst du einen Safe-Wurf, weil dann schießt er auch auf dich. Und nicht auf mich. Dann kannst du auch einen Schaden. Hier. Ja, okay. Hier kann aber nur einer rein, der andere muss hier hinten stehen. Genau, der andere muss hier stehen bleiben. Oder kann auch nur zwei Felder, ne? Ja, ja, zwei Felder. Der schießt jetzt auch auf mich, ne? Der kann nicht schießen. Doch, der kann auch schießen, ja. Der kann 4 plus. Mhm. Okay, nix. Okay, wie ihr merkt, hier brennt es ein bisschen. Also wenn ihr so 6 von den Typen am Zug sind, da wird auch nicht ausgeteilt. Okay. Wir können nur hoffen, dass wir gleich in der nächsten Reihenfolge entweder jetzt ein paar wegmachen oder... Jetzt kommt auf die Fromme. Frommi. Jo. Burn da kann, rein. Kann ich jetzt durch die durchgehen, wenn die schon doppelt besetzt sind? Nein, ne? Das bedeutet, ich muss stehen bleiben. Dann haben wir ja taktisch gut aufgestellt. Nee, du kannst doch da durchgehen. Darfst du nicht den Weg da drin beenden. Ist das so? Mhm. Okay. Dann... Ja, steht nur, dass du nicht einfach stehen bleiben kannst. Ich kann mich ja bewegen, wie ich will, ne, solange ich Würfel habe. Richtig? Mhm. Okay. Dann jetzt passiert was ganz Großes. Den kann ich nicht platzen würfeln. Ja, ja.
Weiß ich. Erstmal gebe ich einen aus, damit ich gehen kann, ne? Jawohl. Zwei Felder oder drei? Ich kann drei gehen, aber ich glaube, also das ist eins, ne, natürlich. Ja. Zwei. Mhm. Du willst unbedingt in den Dreierblock mit dem Flammenwerfer rein, das weiß ich jetzt schon. Ja, das weiß man jetzt schon. Ich muss das machen. Ich muss das machen. Komm. Was willst du machen? So. Jetzt habe ich die Bewegung gemacht. Ja. Ne? Zwei Felder gegangen. So. Jetzt nehme ich mir einen Schicksalswürfel schon mal, weil ich weiß, dass ich den ausgebe und ich will den nicht vergessen. Nimm. Ich habe mir die zwei genommen. Ja. Mehr brauche ich nicht. Okay. Zwei bis drei Felder sind die entfernt. Ja. Dann werfe ich einen blauen Würfel. Mhm. Und attackiere die mal mit meinem Flammenwerfer. Feuer! Nix. Das war der erste? Also du triffst ja alle, oder? Du triffst ja alle hier drin, ne? Weil die alle im gleichen Feld sind. Ja, okay, exakt. Ich hätte es jetzt nochmal gesagt, aber gut. Weil der Kai mit dem Flammenwerfer attackiert, darf er auf alle anderen, die sich im gleichen Feld befinden, auch noch zuschlagen oder würfeln. Einen Attackenwurf gegen jeden anderen Feind im selben Hexfeld ausführen. Ja. Und ich ignoriere außerdem Deckung. Mhm. Ist jetzt in dem Fall keine Deckung dabei. Jawohl. Einer. Dann kriegt der Granatwerfer hier einen Schaden. Und jetzt noch der hinterste. Jawohl. Null. Nö. Das muss ich steigern. Schade. Aber du hast noch ein paar Würfel. Ich habe noch ein paar Sachen, die ich machen kann. Der Wille war auf jeden Fall da. Jo. Ich könnte jetzt das Inferno wieder machen, Jungs. Kannst du das auch in ein Feld reinmachen, wo die drin sind? Ich nee, ne? Kann das in bis zu zwei angrenzende Felder. Nein, die müssen leer sein. Ach, schade. Hier steht's. Einmal pro Aktivierungsphase ist klar. Lege einen Inferno-Marker in bis zu zwei leere aneinander angrenzende Felder, die vorn die Fromme sehen kann. Wenn ein Erforscher oder Feind ein Hexfeld mit einem Inferno-Marker betritt, führe einen Attackenwurf mit dem lila Würfel gegen es aus. Deckung wird ignoriert. Entferne die Inferno-Marker, wenn vorn die Fromme zum nächsten Mal aktiviert oder ausgeschaltet wird. Könnte ich machen? Willst du das hierhin machen? Oder? Ich könnte es hierhin machen, könnte den jetzt attackieren, noch damit er weg ist. Ist die Frage, wollen die überhaupt einen Nahkampf? Alle? Da haben sie ja keine Wahl. Wenn er das Richtige würfelt, müssen die ja durch. Dann, ja, dann hau rein da. Dann. Truff da. Mach. Leg einen hin. Okay, dann gebe ich die vier aus. Inferno-Marker hier hin. Ist wie so eine Brandpfanne. Das ist schon gut. Ja. So, dann könnte ich jetzt mit der Kettenklinge Burn sie weg. Einfach mal den da der Kettenklinge umhauen. Ist ja wie eine Motorsitze. Gib vier aus. Das Ding ist... Das haben wir noch gar nicht benutzt, ne? Ja, genau, das machen wir. Gucken, was das jetzt bringt. Kettenklinge auf den Ghoul. Auch nur ein blauer Würfel. Ja, reicht. Ja, ist aber ein Schaden. Ein Schaden, ne? Jawohl. Soll ich das nochmal machen oder soll ich hier wieder reinflamen? Ich hau den Ghoul weg, ne? Damit ihr gehen könnt alle. Einen Weg frei machen oder? Ich würd versuchen, wo kriegst du am meisten Wunden? Eigentlich hier, oder? Ja. Ich würde scheiß auf den Ghoul, mach hier Waller hier nochmal rein. Du bist ja noch dran. Mhm. Ne? Du kannst dich noch bewegen und ihn beschießen, ne? Ich schieße auf keinen Fall auf ihn. Wegen Scharfschützengewehr kriegt er bei einer großen Reichweite. Ja, dann wäre es doch sinnvoll, wenn ich den vielleicht wegmache. Mach weg. Ja, wenn grillen. Wenn wir den. Nee, grillen kann ich ihn nicht. Ich kann ihn nur mit der Nahkampfwaffe attackieren. Das mache ich ja grillen. Oder wollen wir das Risiko eingehen, dass du hier, weil hier kannst du übelst viel Wunden machen und Marcel kann immer noch auf den schießen. Potenziell wäre es hier natürlich. Und den kriegen wir, müssen wir halt drauf hoffen. Das ist halt ein bisschen risky, aber wir sind halt, da ist nur ein Ghoul. Eigentlich gebe ich ihm Robert recht. Okay, dann gehen wir auf die Guardsmen. Gebe ich den letzten Würfel aus und dann auf die Guardsmen. Erst wieder hier auf den Nahkampf-Typ, ja. Ne? Jawohl. Ein Schaden. Auf den Grenadier. Jawohl. Ein Schaden. Der ist weg. Ist der tot. Und auf den da hinten. Jawohl, ein Schaden. Auch ein Schaden. Damit habe ich insgesamt vier Schaden gemacht. Genau. Und muss würfeln. Mhm. Darfst? Nee. Nee. Knapp. 17. Muss man 18, 17 Wunden machen, damit es geht. Mhm. Realistisch. Dann mache ich die letzte Runde. Ich fange an mit dem Zielrohr. Zielrohr? Benutze ich Zielfernrohr mit dem Jagdgewehr. Also auf blauen Würfel. Gehen wir bitte blau. Ich schieße einfach auf den. Schön. Spielst du Domino? Ja, ich schieße auf den ersten vorne erstmal. Mhm. Weg. Boah, der macht's spannend. Und das gleiche. Also, das war die 4, die ich benutze. Das sind 50 Cent. Das ist
Der Markov. Jetzt schieße ich ohne Ziel für ein Rohr auf den dahinter. Mhm. Wohl hat zwei Seiten, das könnte auch Würfel sein. Auch ein Schaden, der ist auch weg. Das ist eine Münze. Ja, guck mal, Guardsmen, die gehen immer weg. Richtig. Die fallen wie die Fliegen. Die nur, die Gule, die... Ich schieße nochmal mit Zielfernrohr. Auf den hier? Auf ihn, jawohl. Komm, doppelt, jetzt Crit. Komm. Ich wiederhole. Nur er denn das? Wegen Zielfernrohr. Nur er hat wieder die Rerolls. Stark. Ich schieße mit dem Zielfernrohr. Also nimmst du jetzt einen Schicksalswürfel? Ich sehe, dass man dreimal die gleiche. Und den Schicksalswürfel muss man nicht durch deinen Weißen ersetzen und kann jetzt das Ganze hier. Ja, ja. Weg. Okay. Ich hätte den Inferno-Marker vielleicht doch hier hinlegen sollen, weil ich das gewusst hätte, ne? Beziehungsweise, wir hätten auch zwei legen können. Kann ich in bis zu zwei leere aneinandergrenzende Felder... Aber aneinandergrenzende. Ja. Das geht ja da nicht. Entweder hättest du dann hier oder hier, hier und hier, hier und hier oder hier und hier. Ja, ja geht richtig. Ja, nicht. Ja, stimmt. Hätte auch nichts gemacht, weil der hätte ja trotzdem Raum bekommen. Genau. Ja. Ich mache als letztes... Ich bewege mich drei Felder. Genau, geh mal in die erste Reihe. Hindern kann. Kai, stell mich zu, dir Freundchen. Ich gehe hier. Risky. Und ein Ende. Warum? Einfach so. Ich will das Schild sein in unserer Bastion. Echt? Ich hab so den Eindruck, fällt schnell um. Was? So, so. Und ein Ende? Sieht die Figur halt aus. Rundenende. Passiert das mal ein Ereignis, oder? Passiert das ein Ereignis? Warte, ich möchte noch kurz mit dem schwarzen Würfel testen, ob ich habe 4 Schaden insgesamt gemacht. Ja, du willst abgreifen, ne? Jeez. Ja. Yeah, guck mal. Ist ein cooler Marker. Was läuft denn da? Geil. Genau. Also wir haben übrigens aus dem letzten Spiel auch schon einen mitgenommen hier und unsere Entdeckungskarten, ne? Also das sind diese Sammelkarten. Wir wissen noch nicht so ganz genau, wofür die sind, aber scheinbar kann man halt irgendwie das Spielziel erreichen. So. Das ist nicht so eindeutig gewesen. Auf jeden Fall endet genau die Runde und wir müssen jetzt auf der Ergebnistabelle würfeln. Auch das mit dem schwarzen Würfel. Bitte keine 7 bis 10. 2. Wir dürfen in der nächsten Runde keine Schicksalswürfel benutzen. Jawohl. Und wir müssen die neue Rundenreihenfolge festlegen hier. Das machst du gerade. Und wir dürfen unsere Aktivierungswürfel würfeln. Würfeln. Oh. Bei mir ist es eigentlich egal. Dann mache ich nochmal eine 6. Entweder 6 oder alles andere. Ach du. Eben hattest du schon 1-1-1-2. Das läuft ja weiter. Für Erholung reicht es trotzdem. Kannst du den Ghoul jetzt. Kannst du gar nichts machen, ne? Das kann der überhaupt machen mit 1. Doch, du kannst den Ghoul attackieren. Ja, alles gut. Aber ich hätte gerne eine 6 gehabt. 2 Attacken. Also geht trotzdem was. Ja. Da geht was. Da war die maximale Aufzeichnungszeit erreicht. Also Manuel hat ja hier seine glorreiche Doppel-1 geworfen. Snake Eye. Und ihr habt sonst nichts verpasst. Ich möchte eine Wagnis eingehen. Was? Was? Wie bitte? Ich möchte bitte den blauen Würfel haben. Warum darfst du blau nicht? Achso. Weil ich bei Vitalität. Ja, das musst du immer bei Wirklichkeit blau machen. Das sind doch 2 Felder nach vorne, oder? Ich tausche mit einem Feind. So, Regelchef. Wenn ich das jetzt mache, dann könnte ich vor die 1 kommen. Yes. Korrekt. Soll ich das mal tun? Das kann sogar der Robert, wenn der das schafft. Ja, du könntest das auch. Das wäre vielleicht ganz wichtig. Willst du das erstmal? Wir gehen mal der Reihenfolge nach. Du? Willst du? Er ist am schlauesten, wenn du es als erstes machst. Dann, ach so. Ist nämlich alles. Aber es sind noch 3 Fälle nach vorne. Aber er tauscht den nächsten Feind. Ach ja. So, okay, ja. Dann mach du so. Dann sind die ganz als letztes dran, das wäre das Idealste. Braucht es doch noch die 2 Dinger, ne? Nee, brauchte nur eine 1. Echt? Ja, richtig gut, richtig gut. Das ist auch stark. Das ist ein schnelles Kampfspielchen, was wir hier machen. Okay. Vorzeigeprojekt. Super, das heißt, wir können mit rein und raus anfangen und rein und raus können wir richtig wüten hier. Ja, ich überlege nur gerade, wo ich hingehen kann, dass ich mit meinem Scharfschützengewehr was sehe. Also, ich könnte... Ich bin dafür, dass du mit der 6 einmal über die ganze Karte bis dahin hinspringst zum Portal. Lauf doch mit dem Typen hier hin. Lauf doch mit dem Typen hier, dann kannst du doch schießen.
Ach so, mit dem auf den Ghoul, ja. Also dann gebe ich jetzt mal die 2 aus für die Teamaktion erstmal. Das heißt, mit ihm laufe ich jetzt hier hin und mit ihm darf ich dann schießen. Einmal mit der schweren Pistole, Reichweite ist 1. Yep. Das heißt, ich kriege den hier. Und tot. Nee, gar nicht. Ja, jetzt der 3 Leben. So schnell geht es nicht. Entschuldigung, der gute 3 Leben. Dann, ja, soll ich hier hinten hingehen? Klar. Ja, mach ruhig. So, dann gebe ich die 6 aus, benutze seinen Enterhaken, das heißt, oder Kletterhaken, wähle ein Hexfeld, das raus sehen kann und keinen Erforscher oder Feind enthält und stelle dann raus in dieses Hexfeld. Nichts abgeschottet, feuerfrei. Kurze Frage, was bringt das? Mega. Wir können auf die 4 plus testen. Oder? Nee, wir können schnell raus, wenn ich jetzt alles. Wir können auf die 4 plus das Ding öffnen, schon. Und dann? Dann können wir nach Hause. Aber dann müssen wir alle hier hin. Jetzt müssen alle da hin. Aber dann können wir da auf jeden Fall ein paar Transporter schon rein. Das beschwören welche hier hin. Dann ist er. Dann bin ich. Dann ist rein halt geopfert. Der Robert könnte noch hier hinlaufen und die 3 schon mal einsammeln. Das könnte ich schon mal einsammeln. Geht das, obwohl es ein Trümmerfeld ist? Ja. Okay. Um reinzukommen, brauche ich ja ganz normal nur die 1. Also 1, 2. Aber um rauszukommen, bräuchte ich dann eine 3. Ja. Also dann gebe ich hier die 4 aus für das Scharfschützengewehr von ihm. Reichweite 2 bis 3 würde ich den lila einen Würfel jetzt werfen, um den Pool jetzt wegzukriegen. Jawoll! Der hat aber gerade heiße Würfel, ne? Puh. Ja, das ist super. Gut, dann hat rein raus. Alles 3 Wunden, wie viel habe ich gemacht? 2? 2 Wunden nur. Ja. Black is Beauty. Mit 6. Also, kein Ding. Okay. Vorne. Von vorne. Das Ding kommt weg. Ja. Ach so, genau, bei deiner nächsten Aktivierung. Ne? Ja. Haben wir davon noch einen zweiten? Brauche ich eventuell nochmal. Quatsch. Also jetzt aber nicht. Nein, jetzt gerade nicht. Was machen wir? Nach vorne. Soll ich auch mal hier hingehen? Ja, klar. Und klar. Klären die weg, die Typen hier. Kannst das Problem ja, ist, sobald ich mich jetzt bewege, kann ich den wieder nur mit der Nahkampfattacke. Kriegst du den nicht mit dem Flammen? Ich könnte den hier hinbringen, dann kann ich den und den theoretisch attackieren. Machen. Hast du 3 Bewegungen? Ja, dann ja, bin mach. Ich nur mit dem Ghoul so ein bisschen. Im Struggle, Alter, hast du doch volles Leben, Feuer, Vollgas. Ja. Aber komm. Manu kommt danach auch noch. Ich gebe den einen für die Bewegung aus. Halt egal, hier, Risiko. Das ist voll schlau, das ist für die nächsten Szenarien. Mhm. Ja, geht das Leben mit aus. Mhm. So, jetzt attackiere ich als erstes den Scheffel. Du weißt, wie blöd das ich für mich wäre. Die 3 aus. Die schwere Wunde geht durch das ganze Spiel. Nee, die geht noch weg. Oh. Jawohl, weg mit dem Schiff. Ach du je. Weg. 3 Leben, ne? Ja. Hast du 3? Ja, stimmt. Kritisch. Dann gebe ich den anderen Würfel aus und hau auf den hier drauf. Ja. Ach, ist das einfach. Pass auf, kritisch jetzt. Kritisch. Oh, ein Schaden. Noch was? Ja, ich könnte noch. Ghoul oder ihn da kaputt machen. Mach jetzt. Den weg. Ghoul oder mach den Ghoul weg. Weil Deckung auf. Er kann noch schießen hier. Ja, ah, der könnte. Ne, hier kann er nicht schießen, ne? Ne. Und ich kann Deckung ignorieren. Richtig. Dann hau ich auf den Ghoul. Mach den weg. Ja. Versuchen wir auf den Ghoul. Ein Crit. Hau weg, hau weg. Komm schon. Nein. Nicht so gut. Okay, wann versuche ich? Damit bin ich durch. Ich habe 3 Lebenspunkte gemacht. Nö. Nö. 10 zu viel. Der ist durch. Bei mir geht's ganz schnell. Ich erhole mich um einen. Ah, du musst erst Vitalität testen. Ah, das schaffe ich doch natürlich, habe ich schon. Kannst du es nochmal probieren? Ah, ne? Doch, oder? Oh, doch, darfst du. Regelfrage vom Kai? Kannst du. Regel Kai. Dann darfst du. Machen wir das. Oder soll ich mich bewegen? Ach komm, machen wir das. Kartei. Ja. Jawohl. Also wirklich schnell. Ja gut, aber du bist jetzt erstmal so halbwegs safe da. Mhm. Zumindest ein bisschen. Noch Gegner dran. Eben war ich in der Tank, der Damage-Dealer, der absolute Ausraster und jetzt... Wundenlecken da hinten. Wundenlecken, genau. Nächste. Thaddeus. Das war ja schon. Ich weiß. Du musst jetzt den Ghoul und den Guardsman wegkriegen. Wie soll das funktionieren? Lieber den Ghoul aber. Ja, ohne Scheiß. Der Ghoul ist gefährlich. Aber der hat einen Flammenwerfer. Das kann der. Ist egal. Der burnt auch. Ich burn den jetzt doppelt zurück. Ey, aber wenn ich mich hier hinstelle, habe ich doch eine gerade Sichtlinie zu dem. Der hat aber Deckung. Hm? Der hat aber Deckung dann, ja. Aber du hast. Kannst ja Menge machen, oder? Ich.
Mach was. Moment. Kannst du dich dahin bewegen und mit dem Zielfernrohr draufballern dauernd? Bist du sicher, dass du Sichtfeld hast? Ja. Das muss eine gerade Linie über Hexfelder sein, habe ich so gedacht. Ja. Passt doch, oder? Das ist eine gerade Linie von draußen. Ich dachte, gerade wäre das hier. So, ja. Oder? Hab ich jetzt auch gedacht. So. Ja, aber das auch. Das ist auch eine gerade Linie. Mhm. Okay. Aber wenn das. Ne, warte mal, das ist. Stimmt. Wenn ich. Doch, ne, wenn ich. Hier sehe ich ihn nicht. Weil dann habe ich ein angrenzendes Ding. Also ich sehe nicht den hier. Mhm. Weil ich hier durchgucke. Mhm. Aber wenn ich hier stehe, kann ich eine gerade Linie ziehen. Ja. Mhm. So würde ich es vielleicht noch verstehen. Vielleicht. Sicher? Ja. Ich schieße mit dem Jagdgewehr mit Zielfernrohr auf ihn. Mhm. Ja, erzählt nicht. Und darf wiederholen zum Glück. Wegen Zielfernrohr. Top. Stark. Super Junge. Dann lasse ich das aber gleich, macht nämlich keinen Spaß sonst. ich bewege mich. Planänderung. Bewege mich nach. Wie viele Felder sind das denn? 1, 2, 3, 4. Ja. Hier hin. Schieß mit dem Zielfernrohr. Mit dem Jagdgewehr, mit Zielfernrohr, mit dem blauen Würfel auf den Ghoul. Deckung, ne? Ja. Das bringt ja nichts. Fehlschlag. Brauchst einen Crit jetzt. Na, hey. Und jetzt kommen die beiden Feinde noch. Jetzt kommen die beiden Feinde. Der Ghoul ist dran, Nummer 1. Erstmal gucken, ob sie wiederkommen. Gucken, ob sie wiederkommen. Nein. Nee. Zu hoch. Ich brauche niedrige Zahlen. Genau, 1 bis 4 ist immer. Oh, was? Nein! Manuel, warum? Warum, Manuel? Das kann man ein bisschen spannender werden. Ah. 20 ist natürlich immer das Schlimmste, was geht. Ja. Das springt jetzt irgendwie an. Mich. Was ist er denn? Nee, den nächsten Feind. Nah dran, ne? Oh, stimmt. Der ist anspringen. Der ist nah dran, das bin dann ich. Das war mir so klar. Anspringen. Was soll ich machen? Guck mal. Abwehrflamer. Ach, geht nicht, ne? Nee. Du bist aber nah dran anspringen. Hm. Er attackiert jetzt bestimmt 20 Mal. Du darfst einfach die Angriffsaktion machen, reroll. Drei Attacken und reroll. Jo. Hi, herzlich willkommen bei den Google. Ja. Und Attack-Treffer, safe. Und vor allem nur mit dem blöden Würfel da dauernd. Oh, einen Schaden. Da. Gib mir schon mal 4 Marken. Reroll. Ich sammle mal. Oh. Nope. Und nochmal. Reroll. Nur ein Schaden. Super. Siehst du, das war gar nicht so schlimm. Dann heile ich dir jetzt gleich. Machen wir den noch hinterher? Du kommst das selber nicht mehr klar hier. Verstärkung. Verstärkung. 14. Nee, Aktion. 8. Der ist auch nah dran. Der flamed, ne? Zum. Ja, klasse. Der flamed. Rate mal, wohin der geht. Kampflust. Kampflust. Oh, Kampflust ist nicht so gut. Der darf zweimal zuschlagen. Zuschlagen? Oder schießen. Muss schießen. Der sich, was? Der bewegt sich nicht, der schießt nur. Hat er eine Range, die er einhalten muss? 2 bis 3. Gut, Feuer. Hat aber auch eine 1er Range. Und auch eine 4 plus hat er nicht. Nee, aber schießen kann er ja dann. Ui. Crit Baby. Crit Baby. So, pass auf, ich bin der Crit Commander. Crit Commander. Nein! Ah, eine rote. Krieg ich da 2 Wunden? Eine, ah, nee, Crit ist einfach nur. Eine nicht mehr wegkriegst. Oh, das war stark. Reroll. Echt jetzt? Was? Okay. Willkommen im Spiel hier. Top. Deswegen hast du das auch gewürfelt, ne? Dann nur damit ich dich auch wunden darf. Dann darfst du 9 Ereigniswürfel werfen. Keine 10. 4. Ja. Noch nicht tot. Der Anführer muss einen während des Kampfes getöteten Feind wählen, der nicht wieder auf das Schlachtfeld gekommen ist und ihn so nah wie möglich an einen Erforscher aufstellen. Der Anführer. 1 bis 3 kommt ein Dings wieder, 4, 6 in Ghoul. Ich werfe jetzt auch keinen schwarzen. Ein Ghoul. Ein Ghoul, na super, super. Manuel. Wohin? So nah wie möglich an den Feind. Hey. Ja, ist klar. Ist kein Problem. Laul, Kai, gib Laul. Dir. Und die Reihenfolge festlegen. Und jetzt fangen die Ghoule an, pass auf. Jetzt fangen die Ghoule an. Dann machen wir alles Wagen. Ich renne jetzt erstmal hinter dich, damit du das tust. Rein und raus macht das schon. Rein und raus macht alles. Der macht da vorne. Guck mal, der ist mal abgehauen. Der geht alleine ins Transport an. Er haut ab jetzt. Ja. Aber der geht nicht ohne seinen Zwillingskumpel. Halt einfach den Hulli mit dem Enterhaken. Schicksalswürfel? Jawohl. Achso, ich darf nur noch 2. Ich mach schon 2 Höchsten raus. Schicksalswürfel? 4 und 5 weg.
Rein raus geht Vollgas. Ja, 2-1 und 2-3. Jawohl, Tadeus letzter. So läuft. Oh, ich auch ganz ehrlich. Also ich würde jetzt mal ein Wagnis eingehen. Echt? Du, ich auch. Wenn ich nämlich nach dem Duel drankomme, dann bin ich... Ja, dann mach du doch mal als erstes. Ein Würfel. Weil du musst echt dahin. Ist das dein Ernst? Mit zwei Würfeln willst du ein Wagnis eingehen? Schicksalswürfel. Oder soll ich versuchen, Wagnis... Ja, aber was will ich denn hier machen? Nee, Kai, ganz ehrlich, mach mal ein Wagnis, weil sonst bist du wirklich nicht mehr da. Ich bin 100% nicht mehr da. Nee, wir müssen jetzt irgendwie versuchen, dich zu schützen. Können wir da irgendwas machen? Lass doch erstmal Thaddäus probieren. Wagnis. So oder so... Du könntest ein Wagnis eingehen. Pass auf, du könntest ein Wagnis eingehen, dann könntest du vor denen, dann könntest du vielleicht dafür sorgen, dass die nicht wiederkommen können, beziehungsweise dass der schon mal tot ist. Eventuell. Das bringt gar nichts, dass ich das mache. Warum? Du bist doch, wärst doch dann vor denen. Und wenn ich das noch mache, dann wäre ich vor denen. Soll ich nur was sagen? Lass mich doch machen, weil dann komme ich doch vor denen und wir tauschen. Ja. Und er muss voll draufknallen mit dem Ghoul, weil er hat volle Leben und. Und wenn du Crit würfelst, kommst du hier hin. Genau. Was hast du noch Beweglichkeit? Oh, ein Grauen. Na komm. Das willst du nicht wirklich machen, oder? Doch, lass mal was. War das nicht Vitalität vorhin? Ja. Nee, Beweglichkeit. Vitalität ist nur ein. Okay, cool. Du hast noch einen Würfel jetzt, ne? Jetzt muss ich das auch machen. Jetzt muss ich das machen. Richtig. Sonst haben wir keine Chance mehr. Oh, keine Chance mehr ist wahr, aber. Nee, ich hab da keine Chance mehr. Los, Action. Auch ein Grauen. Ach so, warum? Nee, Beweglichkeit? Ja. Hier, Lina. Ja, super. Alter. Ich wollte doch, du hast einfach dir gedacht, komm. Ich kann nicht mal was machen mit dem. Jawohl! Ganz vorne. Ganz vorne. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Von vorne. Von vorne. So, jetzt habe ich einen Würfel. Ich könnte jetzt abhauen. Du burnst da voll rein jetzt. Das überlege ich mir noch. Burn Rinder. Hat er nur einen Würfel, der bringt gar nichts. Aber du kannst dich auch zwei Zoll bewegen. Ich kann das auch nur mit der Kettenklinge machen dann jetzt, weil ich ja nicht entflüchte. Nein, ein blauer Würfel. Und bei Bewegung hast du drei? Ja. Dann lauf, komm. Muss ich machen. Ohne Witz. Ich muss laufen, weil ich krieg mit der Kettenklinge dann, nicht den weg. Dann komm hier hinten hin. Komm zu rein. Dann komm zu mir. Komm zu rein. Was will ich denn bei dir? Die kommen einfach hinterher, dann bin ich auch wieder am Arsch. Geh zu rein. Ja, los, dann zieh dich zurück. Komm. 1, 2, 3. Wenn du willst, kannst du auch den anderen Schicksalswurf ausgeben, läufst du mal Felder. Soll ich? Ich kein Schicksal. So. Aber sehe ich jetzt lohnt nicht. Lohnt sich das? Nee. Sehe ich nicht die Notwendigkeit drin gerade. Obwohl, die können 3 gehen und dann greifen die mich auch wieder. Aber ich gehe auch einen Schritt. Die sind näher an mir als an dir. Also ich kann mit der 3 gar nichts anfangen jetzt, wegen Schicksalwürfel. Ne? Ich brauch eine 4, um überhaupt mal mit meinem Scharfschützengewehr zu schießen. Ich kann nichts machen. Wir könnten sie ihm dann zur Not noch geben. Ich bin auch nicht so gut damit, in der Reichweite. Aber damit du einfach nochmal drauf wollst. Ja, können wir mal. Besser so, wie... Also das bringt nichts, dass du noch Felder läufst. Nee. Machen wir so. Bin ich durch. Gut, ich... Ich bewege mich ein Feld. Jetzt gehen wir mal richtig. Ich nehme das Ziel mit dem Zielfernrohr, ist mein Jagdgewehr geladen und ich schieße auf den Ghoul. Nicht mit dem Würfel, sondern mit dem hier. Los jetzt. Hilf ich doch wiederholen? Zielfernrohr. Ein Schaden. Nur Kritz zählen. Ich schieße mit dem Zielfernrohr. Auf die gleiche Deckung. Dass die weg sind. Nee, nicht wegen Deckung, sondern damit die gleich weg sind. Einer. Vielleicht auf den gleichen schießen, auf den anderen. Immer auf den gleichen. Du könntest mit dem Crit den anderen weghauen. Ja. Dann schieß auf den gleichen. Ich schieße auf den anderen? Nein. Ich schieße auf den anderen, doch. Ich darf wiederholen? Ja. Stark. Ich schieße mit dem Zielfernrohr. Kannst du mit der 6 irgendwas Spezielles machen? Auf den davor machen? Wieder. Kannst du mit der 6 nicht irgendwas Spezielles machen? Was ja, cool ist. Eine coole Bubble um mich rum machen, aber das brauchen wir nicht. Wir müssen die weglöten. Oh, wiederholen. Im anderen Würfel, Mensch. Ey, der ist kaputt. Ich mit Reroll das nicht zu schaffen. Schmeiß den weg da. Ich in das Jagd, in den Schicksalswürfel. Oh, nimm den anderen Würfel. Schieß jetzt auf den einen Ghoul, damit der wenigstens weggeht. Auf den. Oh, der war doch schon fast auf der 2. Reroll. Das ist eine 50. Nee, ist kein Zielfernrohr. Eine 50% Chance und du hast 5 Würfel verkackt. Ich kann nur mit meinem blauen Würfel von GB würfeln. Läuft. Oh. Ja, war super. Hat Spaß gemacht. Wer ist jetzt? Rein und raus. Rein und raus. Die müssen es reißen. Ich habe alles gegeben, Männer. Sorry. Ging nicht.
Ja. Ich habe eine Einsen und drei. Du schaffst es nicht mit dem Sniper auf einem Meter den Ghoul zu treffen. Mhm. Also, wir geben. Vor allem, die geben jetzt gleich richtig Gas bei dir. Ja. Ich kann nichts machen. Ich kann nicht mal mit meinem Scharfschützmodell schießen. Ich kann nichts machen. Warum jumpst du nicht wieder zurück mit dem Ding? Und was will ich dann machen? Ah, kannst du nicht, weil du 6 Punkte. Geh hier hin und mach mal irgendeine Entdeckung. Da muss ich aber eine 4. Welches? Um das Scheiße. Ich kann nichts machen. Mit ihm könnte ich schwere Pistole schießen. Da müsste ich irgendwo hinkommen. Danach bin ich geopfert. Wie weit kannst du laufen mit ihm? 2. Dann nimm doch 2 Einsen und lauf bis hier hin und schieß 2-mal. Ja, bringt doch nichts. Ich kann doch nicht schießen. Ich brauche eine 4 Plus. Ja, die hat doch. Zum Schießen brauchst du für den 4 Plus? Ja, Scharfschützengewehr. Boah, ich mag rein und raus nicht. Kannst du im Nahkampf was? Schwere Pistole mit ihm. 1 Plus. Das könnte ich jetzt hier. Mit dem Scharfschützengewehr bei 2 und 3 kannst du doch einmal schießen. Ja, kannst du. Mit einer 4 Plus. Ach so. Oh. Was ist die 1 da drunter? Schwere Pistole von ihm hier. Ja, du könntest dich jetzt opfern. Auch, die anderen sind Schallammknaben hier, B2. Ich weiß halt nicht, ob beide eine schwere Pistole haben. Vielleicht der hat auch eine Pistole dabei. Können bestimmt auch beide Pistole schießen, oder? Das könnte schon sein. Weil er hat auch eine Pistole hier, sieht man am Gürtel. Jetzt könnte ich versuchen, eine Teamaktion zu machen. Beide Ratlingzwillinge können die Waffenaktion schwere Pistole ausführen. Okay, ja, Teamaktion, dann gehen wir mit beiden hier hin. Dann Bewegung für beide. Willst du nicht dahin und ach, das vielleicht nächstes Mal testen? Nee, ne? Bringt nichts. Nee, wegen dieser Deckung ist nicht gut. Ach so. Was hast du für einen Deckungswurf? Boah, du musst unbedingt tanken. Jawohl. So, ich gehe jetzt auf die Ghule, volle Düse auf die Ghule. Jawohl. So, jetzt schwere Pistole. Reichweite. Oh, ich müsste noch einen ran eigentlich. Warte mal, für die Teamaktion brauchst du eigentlich 2, ne? 2 Pluser. Ich habe die 3 ausgegeben hier. Und jetzt 1 nochmal für die Bewegung mit beiden. Achso, okay. So, jetzt schwere Pistole. Darf ich ja mit beiden schießen jetzt. Richtig? Ja. Erst er auf den angeschlagenen Ghoul. Dann er auf den angeschlagenen Ghoul. Du hast einen anderen Würfel. Ja, ich wollte schon sagen. Nein, Pistole, Reichweite 2 bis 3. Ich habe beide nicht getroffen. Nochmal. Jetzt aber. Er auf den angeschlagenen. Doppelten. Er auf den angeschlagenen. Ja! Ja! Endlich. Hey. Geil. Warum schießt nicht auf den anderen? Nein. Ey, das war echt hart jetzt. Das war gut. Das war super, das war verdammt wichtig. Schicksalswürfel. 2 Leben habe ich gezogen, ja, ne? Dann los. Nein. 10. Passt. Super, jetzt geht's los. Gruppe 1. Gute. Ich tanke jetzt. Verstärkung. Wehe. Nichts. Gut. Was macht der? Der macht. Ein Elf. Der ist im Nahkampf, ne? Mhm. Kampflust. 2-mal zuschlagen. Oh Gott. Das heißt 6 Attacken. Alter. 6 Attacken auf Robby. 6 Attacken. Auf rein, ne? Kleinen Moment, wir machen mal kurz Startpause. Läuft wieder weiter. 6 Attacken. Robby, es tut mir leid, Harry. Ist egal, ich denke. Okay, auf geht's. Nimm mal einen Lieder hier schon mal bereit. Daneben. Jawohl, daneben. Crit, kein Problem. Ach, kein Problem. Bist du wahnsinnig? Du hast den falschen auf Würfel. Wen auf wen denn überhaupt? Auf ihn oder ihn? Ja, auf ihn. Das ist Nummer 4. Das ist... War es auch Crit? Ja. Oh, und jetzt kommt Nummer 5. Was? Das war's, ne? Für... Und Nummer 6, ne? Was ist denn? Lebt der andere noch? Oder sind die jetzt beide durch? Beide. Komm mal, bitte. Jawohl, das war super wichtig. Oh ja. Das war super wichtig. Wie, der ist auch tot? Ja, die fallen beide. Sicher? Nein, Mann. Du hast jetzt einen Held. 4 Lebenspunkte zusammen. Kann das nicht sein, dass er dann nur 2 abgezogen kriegen kann? Nein. Das ist jetzt aber, wieso? Pass mal auf, wenn er jetzt hier stehen würde, dann würde er... Diese Seele ist miteinander verbunden. Ich glaube schon. Das glaube ich nicht. Rein und raus. Ja, aber auf der anderen Seite, sonst hättest du ja 2 Helden. Aber er hat ja nur die schwere Pistole. Und ein Enterhaken. Der hat ja kein Scharfschützengewehr. Nee, nee, ist schon richtig so. Ich dachte, ich tank da jetzt. Hast du da auch? Ich habe auch 4 Kritzen ineinander geworfen. Ja, übertreibt. Ich hab die können ihn nicht mal eine Wunder haben. Was mache ich denn jetzt mit 4 roten Markern? Ja, ich glaube, wir spielen die Gute falsch. Die sind zu hart.
Die sind ganz eindeutig zu haben. Du landest jetzt automatisch im Transporter. Kann ich nach Hause fahren. Du liegst automatisch im Transporter gleich. Vor allen Dingen ist das nur ein Ghoul, ne? Ich bin mir vor, dass wir mehrere, die jetzt ausrasten. Vor allem mit dem Würfel. Also ich habe ja durchaus realistische Chancen, da mal was zu machen. Aber das, das willst du da machen. Die sind scheiße. Wie würfelst du mit denen? Ich hab die ganze Disco, du hast eben bei mir alle abgeraten. So, was geht? So. Hör auf jetzt. Jetzt kommt, einfach zwei. Er ist kaputt. Er. Ja. Was macht der? Verstärkung? 19. Dann bekomme ich jetzt nochmal irgendwie zwei oder drei. Ist das der Flamer? Wir haben gar keine Gegner und es sieht halt schlecht aus. Was ist denn das in Sichtfeld? Ne, was nehmen wir da? Der ist im nah dran. Die 19 ist angreifen. Okay. Ja, auf dich. Gilt das jetzt auf die umgefallene noch? Nee. Theoretisch können sie auf den Grünen jetzt. Auf den Grünen. Ich habe vier rote. Aber angreifen ist, sie bewegt sich erst noch. Oder bringt das nichts, sich zu bewegen? Zwei bis drei Felder. Dann bewegt er sich ein Feld. Ja, gut. Gut. Okay, das war's. Dann kann auch der Thaddäus. Was mache ich denn jetzt? Der hat nur einen Lebenspunkt. Krotz ihn weg. Hier, schieß. Ja, dann schieß ich. Komm. Feuer. Wirf mal ein paar Krits jetzt. Ich brauche noch einen zweiten. Okay, die dann? Gelben wollte ich schon sagen. Jawoll! Bye, Baby! Ein Schaden! Und jetzt eine Eins! Oh, krieg ich was? Zwei. Hä? Ja, doch. Gleich oder drunter, oder nicht? Ja, du hast einen Schaden. Oh. Ja, der hatte ja nur noch einen. Wäre der noch voll gewesen, dann wäre es das gewesen. Schade. Gut, dann. Oh, nee, bitte nicht. Neue Runde, neues Ereignis. Wird super, Ereigniswürfel. Kai, würfel du mal ein Ereignis. Oh, das ist nicht so cool. Würfel keine 7 bis 10, bitte. 19. Das ist sehr gut. Heroische Anstrengung. Der Anführer wählt einen ausgeschalteten Forscher. Ausgeschaltet. Das ist Robby. Stelle den Forscher auf das Hexfeld eines anderen Erforschers oder so nah an einen anderen Erforscher wie möglich und führe einen Vitalitätswurf für ihn durch. Ist kein Erforscher ausgeschaltet, wählt der Forscher einen anderen Erforscher und führt ihn eine Vitalitätswurf. Also ich sehe keinen, der hier tot ist. Seht ihr wie aber? Nee, oder? Ja, weil die so klein sind, aber ich mache mal darauf aufmerksam, dass ich tot bin. Ja, okay. Mach. Los, mach den, schaff den Vitalität. Du musst aber die Vitalität schaffen. Ist es egal, wo er es hinstellt? Zu der am nächsten dran ist es, ja. Wenn das, dann muss er beide hier hin. Ja, noch liegen sie. Aber Zuversicht, ja. Zuversicht, passt ja, schon. Ja. Nee. Oh Mann. Das wäre gut gewesen. Okay. Das war die Chance. Richtig. Neue Runde, neues Glück. Manuel, du kannst hier die rausnehmen, die können nichts mehr machen. Rein und raus. Erstmal ein schwarzer Würfel. Rein und raus, kann nichts mehr machen. In das ganze Spiel nicht mehr jetzt. Die sind fertig. Also in diesem Kampfspiel nicht mehr, ne? Wir sind fertig, bleib drauf. Wir sind viel schwerer. Das heißt, wir müssen jetzt zum Portal. Das hat mir so viel Spaß gemacht. Nimmst du mich mit, Marcel? Wir nehmen dich mit. Du musst mich mitnehmen. Ich trage dich hier im Rein und raus. Jeweils auf die Arme raus. Über die Schulter. Einwurf. Können wir das nicht mal so machen hier? Mit den anderen kette ich mich. Ja, hier, guck. Warte mal, den anderen können wir hier einhaken. So stark oder nicht? Einen haken wir hier ein. Hör da auf. Rein, ich muss die mitnehmen. Kommt rein und raus, wir wollen los. Gott sei Dank fange ich auch direkt an, um rein und jetzt raus wird die rauszubringen. Vom Ghoul zerfetzt. Lass mich in Ruhe, ich habe noch volles Leben. Was? Kannst du mich als Schild bezeichnen? Jetzt würfeln wir erstmal. Ich kämpfe so mit dir, wenn du einer schießt, dann. Wieso nimmst der Würfel ist kaputt. So, du bist ja echt kaputt. Ist gut jetzt, komm, lass gut sein. Gut. Komm, so, rein und raus. Lass Manuel da mal mit würfeln. Dann ist der wieder ganz. Stark, stark, Heal. Was hätte ich denn gehabt? Das hätte ich viermal Scharfschützen gewählt. Lila bringt irgendwie gar nichts, ne? Lila ist irgendwie nicht so krass. Gut. So, ich schieß mal auf den. Der hat noch volles Leben, ne? Wir müssen. Achso. Ja, ja, alles gut. Entschuldigung. Ich fange an. Also, ich mach keinen. Wollt ihr Magnus machen? Du? Willst du einen Magnus machen? Lohnt sich nicht. Finde ich auch. Ich könnte maximal schon was entdecken, aber. Das bringt ja gar nichts, davon Würfel auszugeben. Ja. Ich schieße auf den Ghoul. Die sind ganz schön angeschlagen hier, ey. Ich schieße mit Zielfernrohr. Das kriege ich. Ey, das sind gar nicht meine Würfel, muss ich echt sagen. Mit Zielfernrohr. Reroll. Jenkins. Einschaden. Yeah. Er hat ja nur noch zwei Leben. Nochmal schießen. Ich will mit meinen Freunden rein und raus. Schießt du die jetzt ab auf den Ghoul? Nee.
Noch einmal schießen. Hast du es denn jetzt lang? Was soll ich denn machen? Jawohl! Crit. Crit. So, und jetzt benutze ich den Würfel und lauf drei Felder und den Würfel lauf nochmal drei Felder. Nee, das mache ich nicht. Ich will ja hier erkunden mit rein und raus. Oh nein, warte mal, rein muss wieder mit. Eins, zwei, drei. Der nächste. Bist du fertig? Ja. Du bist krass. Ja, wird jetzt nicht, nee. Ach doch? Doch, du bist. Dann heile ich einen. Ja, Vitalität testen. Nee. Der kann das mit seiner Fähigkeit. Aha. Wie denn? Er hat eine 6 gehabt. Ach so, ich habe nur 3 gesehen. Willst du dich noch bewegen? Ja. Eine gute Idee, du hast dich noch gar nicht bewegt. Ja, ich muss doch das hier für eine Erholung. Ach nee, kannst du ja nicht. Ich kann ja den trotzdem noch für die Bewegung. Du kannst ja, für Bewegung kannst du nutzen. Jawohl. Ja, und jetzt kommen hier alle gleich wieder und dann ich habe keinen extra Würfel. Kannst du zwei Felder laufen? Ja. Okay. Gut, okay. Dann geht's hier los. Zwei testen, ob jemand rauskommt. Guck mal, ob die wiederkommen. Bei kleinen Zahlen, ne? Mhm. Bitte nicht. Das war so klar. Eins. Acht? Mhm. Nicht? 15. Es ist nur bei 1 bis 4 was. Okay. Oh, das war trotzdem eine hohe Chance. Die Fromme ist dran. Bin ich dran, ja? Die Fromme. Kannst mal das Portal, kannst mal das Shuttle holen, wenn man weiß. Laufeimer und Erholeimer. Ich könnte hier schon mal dran. Wollt ihr hier hingehen? Ja. Nee, oder hier hin, wegen Manu ist langsam, ne? Danke. Ja, aber der soll hier entdecken, du willst da entdecken, ich will hier entdecken. Wollt ihr das machen? Oder? Ich entdeck das da. Okay, ich gehe jetzt erstmal hier hin. Ich gebe einen. Bewegung hast du? 3. Okay. Geh ich erstmal hier hin? Ja. Und erhol dich. Den einen wegmachen hier? Ja. Lass mal testen. Auf Vitalität. Was hast du da? Lila. 50-50 Chance. Feuer. Ja, komm, mach mal. Passiert. Hätte ich es einfach mal erwähnt. Du konntest nicht erkunden, brauchst du eine 4 plus. Hm? Ach so. Du hättest ja eh nicht erkunden können, brauchst du eine 4 plus. Korrekt. Die Würfel sind kaputt. Irgendwas stimmt, wir würfeln nicht. Neues Ereignis. Neues Ereignis. Machen wir eine andere Box auf. Wir machen das vom Gewinnspiel auf. Und machen die dann da rein. Führe keinen Schicksalswurf durch. Nicht schlimm. Eigentlich. Sagt er jetzt so. Am Ende war es wahrscheinlich spielentscheidend. Ich werde Zeit, dass mal Gegner kommen. Ohne Scheiße. Ja, ist voll langweilig, ne? Nur erkunden hier. Frag mich raus. Ich will endlich mal das Abenteuer abschließen. Ich bin schon dabei. Ich will mit dir heraus. Oh. Mega, bringt mir gar nichts. Du kannst aber erkunden und laufen dann. Ja. Mach ich auch. Ich hau ab. Oh, Manu kann auch erkunden und laufen. Wollte ich jetzt beenden das Spiel? Los! Bringt dir nichts. Ja, Action Jackson vorne, die Fromme? Doch, du kannst kommen und mich heilen. Ja, die Fromme ist erstmal dran. Fromme? Was, ich? Du? Erkunden und laufen. Ja, erkunden einmal? Jupp. Musst du testen. Ne? Muss ich rumdrehen, ne? Nee, aber eine Karte ziehen. Ich denke, du musst testen. 4 plus. Ja, aber dass es aktiviert wurde, deswegen. Entdeckung, ne? Mhm. Tech. Archäothek. Jawohl, das haben wir noch gar nicht gehabt diesmal. Okay, und dann will ich mich bewegen. Jetzt kriege ich 1 Abzug auf Bewegung, ne? Ja. Jawohl. Warum? Okay. Komm doch einfach hier rein. Dann kriege ich aber trotzdem 1 Abzug, aber ich bin dann drinnen. Ja. Nee, du musst das Portal öffnen. Du gehst hier hin, öffnest das Portal, das musst du auf eine 4 plus dann öffnen. Haben wir aber nicht noch eine 4 plus. Nee. Dann kriegen wir den Transporter rein. Haben wir keinen Dingsmuster gehabt? Nee, ne. Ach, ja. Wo ist denn das Teil eigentlich? Das ist noch der Dreier, der andere Dreier. Ja, der Manu geht. Naja, also nehmen wir aber den an. Da hast du ihn, super. Der kommt danach hier vorne raus gleich, wenn wir nicht viel Bus geschafft haben. Ich bin dran. Ich kann einen Transporter fliegen jetzt. Ja. Ich mach das gleiche hier auch. Ich leg die 6 raus. Und zieh eine Entdeckungskarte. Oh. Gesundheit und... Kannst du mal sagen, was du hast? Archäothek. Ich bewege mich 2 Felder. Müssen wir das entdecken? Ja. Besser ist, wir brauchen das. Ja, jetzt werfe ich erstmal für den 2. Ja. 1. Gute, komm jetzt. Mit Ansage. Inshallah, los. Ah. Ey, du hättest das noch gar nicht machen dürfen. No. Du hast schon gemoved, da warst gar nicht dran. Stimmt. Alter, der Cheater. Cheater. Aber hat nichts gemacht, weil du hast... Du bist ja. So, und ich mache eine Bewegung und dann entdecken. Oder kann ich jetzt schon entdecken? Nee, ne? Nee, musst hier drauf. Genau, und entdecken, Karte und danach nochmal bewegen. Archäothek. Nee. Ja, was richtig geil ist. Archäothek. Und bewegen. Ja. So, komm, nächste Runde sind wir fertig, oder? Ich möchte jetzt nochmal das Gegner kommen. Ereignis?
Kai, würfel doch mal eine 20 beim Eis. Nee, eine 1. Sie. Weißt du, nee, echt jetzt? Ich hatte mal auf nicht 4 bis 7. Wechselnde Bedingungen. Oh nein. Ziehe eine Begegnungskarte. Oh, mag jemand mal eine Begegnungskarte ziehen? Soll ich das wieder machen? Sieht die Karte eine Wendung vor. Gilt diese für den Rest des Kampfes? Ist dies nicht der Fall, so geschieht nichts. Oh, Traitor Guards, cool. Oh je. Der wird schon wieder. Oh, erklär mich mal auf. Ist das Mikro an? Ich hab grad ein Déjà-vu, ey. Ja, das Mikro ist an. Oh, oh mein Gott. Ich hab echt ein Déjà-vu. Es kommt doch jetzt Einheit. Ja, super. Marcel, was machen wir da? Kennt ihr das, wenn immer so Flimmern im Augen rumfliegen? Ja. Scheiße, ich hab geheult. Hab ich gerade, ne? Ich weiß nicht, was da passiert. Es tut mir leid. Ich habe die Regel 100-mal gelesen. Ich weiß nicht, was hier passiert. Ich weiß nicht, wer diesen Satz geschrieben hat. Ziehe eine Begegnungskarte. Sieht die Karte eine Wendung vor? Eine Wendung von was denn? Wir haben ja alles entdeckt. Könnte da überhaupt noch was rauskommen? Durch die Portale ja nee, eigentlich, aber... Vor allen Dingen, selbst wenn wir die rauskommen lassen, wo sollen die denn rauskommen? Auf ihrem ursprünglichen Platz? Ja, oder was zählt denn da? Ja, welche Zahl vor allen Dingen? Da würden jetzt theoretisch 6 Traitor Guardsmen kommen, so wie ich das verstehe. Ja, warum? Aber auf welchen denn? Ja, das ist die Frage. Das ist ja gar nicht erklärt. Das ist überhaupt 0,0 erklärt. Vor allem, gilt diese für den Rest des Kampfes? Gilt diese für den Rest des Kampfes? Die Wendung. Diese Wendung. Haben die da vielleicht ist das keine Begegnungskarte, sondern wir haben noch irgendwas anderes. Vielleicht haben die das falsch gedruckt oder so. Was gibt's denn noch? Erforschung gibt es. Begegnungskarten, die einen. Ja, die außen. Ne? Initiative. Aber es macht doch Sinn, hier steht wechselnde Bedingungen. Wechseln, also die Eigenschaft, Ereignis heißt wechselnde Bedingungen. Ja, das kann ja auch alles Mögliche bedeuten. Das kann wirklich alles sein. Naja, aber das muss ja irgendein Positives für den Gegner haben. Also das müsste schlecht für uns sein, eigentlich. Machen wir auf 1 bis 3 vom Gegner, auf 4, 6 nicht? Ja, aber wo? Und wie viele? Wo ist? Wie viele? Lass uns das Abenteuer beenden, so schnell wie möglich ein neues anfangen. Also ob ja, wer würfelt einer wieder eine 7 beim nächsten Abenteuer und dann? Meistens ich. Ja, aber es bringt ja nichts, wenn wir so eine Zwischenlösung überlegen. Das machen wir, bevor die Runde beginnt, den Scheiß. Am Ende der Runde. Am Ende der Runde. Tja. Am Ende der Runde. Am Ende der Runde. Vielleicht finden wir das ja noch raus die nächsten Tage. Ja. Vor Samstag. Ich hätte ja jetzt gesagt, wenn jetzt die Dinger noch unentdeckt wären, ja, dass man... diese Einheiten vielleicht da hinstellt, wo da die erste Einheit spawnt oder so. Vielleicht hast du auch was, also ich will dir nichts unterstellen oder so, aber vielleicht hast du auch was falsch gelesen, wann das gemacht wird. Sicher, dass das immer am Ende jeder Runde einfach gemacht wird, ohne andere Bedingungen? In der Ereignisphase, das ist der Ende eines Zuges, müssen die Spieler erst ermitteln, ob der Kampf fortdauert oder endet. Wurden alle Erforscher ausgeschaltet oder nicht? Alle Ausgeschaltete befinden sich in Transporter, endet der Kampf. Andernfalls geht der Kampf weiter. Geht der Kampf weiter, muss der Anführer mit dem Schwarzsteinwürfel einen Ereigniswurf ablegen und das Ergebnis auf der Tabelle unten ablesen. Wo das Ergebnis abgehandelt, reicht der Anführer den Anführermarker an den Spieler zu der Linken weiter. Das haben wir auch noch nicht einmal gemacht. Ja, das ist doch auch unwichtig. Ja, aber dass das auch mal geändert wird? Nein, der Anführermarker. Was bringt der denn? Oder nur wer ermittelt, wer was die machen. Achso. Endet der Kampf, so entferne alle Feinde vom Schlachtfeld. Mische Begegnungskarten wieder in Begegnungsstapel, entferne alle Marker, Zähle, Portale, Ortssegmente und Räume. Bis auf den Transportraum vom Schlachtfeld und fahren mit dem Erholungsschritt der Erforschungsrunde fort. Ja. Games Workshop. Was habt ihr euch hier überlegt? Schreibt es uns in die Kommentare. Wenn ihr wisst, was die Karte mit einer Wendung vorsieht, dann ihr könnt es jetzt noch nicht wissen, aber vielleicht bald. Vielleicht weiß es GW, sieht unser Video und möchte uns gerne mitteilen, wie es funktioniert.
Und ich bin der Weihnachtsmann. Ja, also ich würde sagen, wir schließen das Abend jetzt ab und machen einfach im nächsten weiter. Wir können ja mal gucken, ob bei anderen das vielleicht ja, die auf englischsprachigen Raum das gemacht haben, wo man vielleicht das einen Übersetzungsfehler oder irgendwas. Genau. Wo man halt bei anderen Autoplays das sehen könnte, wie die es gemacht haben. Ja. Machen wir ein schnelles Postgame, ne? Postgame, jawohl. So, wir haben gerade doch noch mal ein bisschen rumgesucht. Und zwar haben wir herausgefunden, was die Wendung jetzt doch bedeutet, weil wenn man Begegnungskarten aufmacht, gibt es auf manchen Begegnungskarten eine Wendung. Eine Wendung und die ist nämlich mit O. Vorzeigeffekt. Hier ist ein bisschen mehr Text drauf. Zum Beispiel, da wo mehr Text drauf ist, ist jetzt hier beispielsweise die Nummer 4. Da giftige Dämpfe. Und die Wendung bedeutet dann, dass der Marker, wo die Nummer 4 drauf ist, weil diese Einheitenmarker sind mit Nummern gekennzeichnet, die Wendung würde dann bedeuten, dass diese Wendung ab jetzt gilt, also der Text, die giftigen Dämpfe und die Einheiten, die da eigentlich rauskommen, die würden dann wegfallen. Das heißt, wir hatten eine Karte aufgedeckt, wo jetzt keine Wendung drauf war, dann passiert einfach nichts. Das passiert also bei diesem Würfelwurf. Und wir können jetzt dann theoretisch einmal das Szenario jetzt noch schnell beenden, indem wir neu würfeln, weil wir sind jetzt alle vorm Portal. Und am Anfang bei uns ist jetzt vorne die Fromme. Und das heißt, der Kai fängt an. Der Kai kann jetzt auf die 4 plus das Portal öffnen und uns den Transporter herbeirufen. Der kommt jetzt reingeflogen vom Robert. Das mache ich gerne für euch. Kennt jemand auch die Jetsons von früher? Nee, ne? Genau. Und jetzt können wir uns alle reinbewegen. Kai kann sich noch bewegen. Ich bewege mich schon mal rein. Manu bewegt sich auch. Und ich bringe noch für 2 Punkte mehr für rein und raus mit rein. Und damit haben wir jetzt das... Nicht die Mission, das Einstiegsszenario, sondern einfach nur diese Kampferforschung abgeschlossen und würden dann die nächste Erforschungskarte von den 8, beziehungsweise das wäre jetzt die 2, die wir geschafft haben, die nächste von den 6 aufmachen und dann würde das Szenario weitergehen, so lange bis wir alle 8 abgeschlossen haben und dann würden wir letztendlich mit der eigentlichen Kampagne erst von der Blackstone Fortress angehen, wo wir dann verschiedene Stützpunkte angreifen müssen. Wenn wir die Stützpunkte angegriffen haben und eingenommen haben, dann können wir irgendwann die Pforte öffnen, also wenn wir alle Stützpunkte eingenommen haben und dann können wir uns in den versteckten Tresorraum begeben und den Schatz von der Blackstone Fortress versuchen einzusammeln. So viel zu der Geschichte. Das heißt, es gibt da jetzt verschiedene Möglichkeiten, das Spiel weiterzuspielen, beziehungsweise die Kampagnenkarte und die sieht eben vor, dass man per Random, also per Zufallsverfahren, einen Stützpunkt auswählt und die angreift und wenn wir alle Stützpunkte erobert haben, dann können wir weitermachen und wie gesagt in den Tresorraum gehen. Da gibt es noch unterschiedliche Schwierigkeitsgrade, das heißt, wenn wir den einfachen Weg geschafft haben, kann man das nochmal auf Mittel und auf Schwer probieren und Ultraschwer glaube ich auch. Oh, was? Ist alles hier angegeben, gibt's alles. Aber da musst du ja schon fett ausgerüstet sein, bevor du... Das oder ist, geht das nochmal von vorne dann los? Das geht von vorne los. Das ist hier einfach nur eine Einschränkung. Mit diesen kaputten Würfeln kannst du das auf Ultraschwer gar nicht schaffen. Aber so viel, ich hoffe, oder wir hoffen, so klingt es besser, natürlich habt ihr ein bisschen die Mechanik und den Spiel- oder Rundenablauf von so einem Kampfszenario verstanden. Wir würden auch gerne anfangen mit der Kampagne, würden gerne wir auch wieder eine neue, ein neues How-to-Play oder einfach mal... Nehmen wir keine Marker und so mit, ne? Wir nehmen keine Marker mit, nehmen wir. Wollen wir direkt mit der Kampagne dann anfangen, oder was? Ja, klar. Klar, wir haben das jetzt super gemacht. Nee, also, oder das... Fertig spielen hier, weckt, oder? Das machen wir mal also ich bin dafür. Wir fangen das fertig machen, aufhören und mit der Kampagne anfangen. Gut. Kann ich okay. Das entfernen? Dann sehen wir uns in der Postgame. Wer? Du bist der Spielleiter. Ach so. Ja. Ja, das war's. Unser erstes Kampfspielchen, was wir gespielt haben hier in der Blackstone Fortress Box. Die Regeln werden schon ein bisschen besser bei uns jetzt rein, also wir verstehen schon alles recht gut, finde ich. Manche Sachen muss ich noch ein bisschen nochmal nachgucken, aber es lief jetzt schon recht flüssig. Also am Anfang war es schon echt zeitaufwendig, hat man schon gemerkt, aber so mehr man im Spielflow ist, umso schneller und besser geht es auch eigentlich dadurch. Also zum Spiel erstmal an sich, ich finde es überragend, richtig cool gemacht. Das Spiel war heute nicht unser Problem. Nee. Nee. Nein, das Spiel auch kein. Also, aber das Spiel ist super gemacht. Die erste Eindruck ist richtig gut. Die Szenario, genau, das mit dem Rumlaufen und gucken, wie die Feinde reagieren, ein bisschen zufallsmäßig, ist echt
sodass man sich viele Gedanken eigentlich machen kann, was alles passiert, und es passieren auch viele coole Sachen hintereinander. Also es ist eine coole Mechanik, die sich da Games Workshop in dem Spiel bildet. Ich weiß nicht, ob er Silbertower beispielsweise auch gespielt hat, da ist das ja, glaube ich, als Grundlage davon gewesen, aber da haben die schon viele Sachen, die in Silbertower schlecht waren, jetzt hier einfach ganz anders gemacht. Und also als Ersteindruck wirklich spaßig, lässt sich wirklich zügig und schnell und gut spielen. Also ich würde sehr gerne weitermachen, oder wir wollen auf jeden Fall weitermachen und mal ordentlich angreifen, jetzt diese Kampagne mit Stützpunkte angreifen. Auch auf meinen Helden würde ich kurz eingehen, ich habe hier diese coole Scharfschützin. Lässt sich auch, zwar bin ich extrem fernkampflastig, habe so viele Schüsse abgegeben und wenig getroffen bisher. Also vielleicht auch ein bisschen Würfelpech, aber auch diese, hat eigentlich jeder Held hat auch coole Fähigkeiten, die man cool kombinieren kann. Aber ich war schon ein bisschen neidisch, dass andere Helden schon noch viel deutlich oder deutlich stärker austeilen können, als ich das kann. Kai. Die kommt irgendwo anders hin. Sagt meinen Namen. Die Fromme. Ja, die ist hart, aber die fällt schnell um auch, wenn du dich hast. Mhm. Aber du hast einen Heiler dabei, theoretisch. Theoretisch. Aber irgendwie will der nicht heilen. Frank the Tank. Ja, ich fand das auch mega gut. Die Mechanik gefällt mir. Das hat einen hohen Wiederspielwert aus meiner Sicht. Auf jeden Fall. Mir hat es auch Spaß gemacht. Also ich finde, ich habe noch nie Berührungspunkte mit so einer Art Spiel gehabt, aber ich habe Silbertower vorher auch noch nie gespielt. Und ich finde diese Symbiose aus diesem klassischen Tabletop mit den Miniaturen und halt auch so ein bisschen diesen Eigenschaften und dieser Art von Spiel einfach mega spannend. Und vor allem auch noch so den Ausblick auf diesen weiteren Verlauf des Spiels mit dieser Kampagne, wo man dann im Prinzip die Fähigkeiten der Helden noch weiter verbessern kann, wo man dann Dinge sammeln kann und ich sag mal in so einen kleinen Shop gehen kann und irgendwelche anderen Munitionsarten holen kann für seine Waffen und so weiter. Also das, wie du schon gesagt hast, das, also der Wiederspielwert ist enorm hoch, glaube ich, und vor allem auch so dieser Langzeitspielspaß ist auch, glaube ich, extrem gegeben. Ja. Und mit meinen beiden Helden, mit meinen beiden halben Helden bin ich echt total zufrieden. Gut, der eine Gegner, der eine Ghoul war ein bisschen fies zu mir. Das ist aber doch witzig, dass der eine stirbt und der andere fällt Kilometer weit entfernt mit. Ja, das ist halt ein bisschen komisch, aber ich finde echt richtig cool, auch so diese, also mit dem einen mit dem Enterhaken, dass ich dann einfach total variabel bin oder mobil, bin dann irgendwo anders. Und der Raus mit seinem Scharfschützengewehr kann halt auch echt mega Schaden machen. Ne? Also ich finde echt die beiden Helden sehr cool, macht mir echt Spaß. Und ich bin froh, dass ich rein und raus bin. Eben war ich halt ganz raus. Aber gut, kann man rein, dass man irgendwann reingeht und so ganz raus. Ja. Also mir macht es echt Spaß. Ja. Kann man empfehlen. Auf weitere Abende. Und das war jetzt nur die Einführung. Ne? Also, das war ein Bruchteil. Also man freut sich halt auch, was ich so cool finde irgendwie, man freut sich halt schon so richtig auf das Nächste und dann das weiter zu entdecken. Ne? Also man weiß, da kommt noch so viel und das ist so viel Veränderung. Und das würde ich auch sagen. Man hat jetzt schon den Eindruck, dass unheimlich viel Spielzeit in dieser Box steckt. Und extrem. Und genau, daher hat man den Eindruck, dass sie das Geld auf jeden Fall auch wert ist. Absolut. Ja. Absolut. Das hat GW, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Ja. Auch wenn man denkt, da sind nicht so viele Einheitengruppen drin. Wir haben jetzt zwar nur gegen zwei oder drei unterschiedliche Einheitentypen gespielt, aber da sind noch eine Menge. Genau, es sind halt sehr viele unterschiedliche Einheitentypen noch drin. Und was halt auch echt cool ist, wo man auch darauf achten muss, dass zum Beispiel so eine Gruppe aus sechs Feinden unterschiedlich bewaffnet sind. Ne? Also wenn der Flammenwerfer um die Ecke läuft, ja, der kippt mit seinem Flammenwerfer, dann kommt der nächste mit Pistole. Man muss halt genau auf diese Details auch achten, was dann auch wirklich bei diesem Einheiten-War-Scrolls ja dann wirklich auch unterschiedliche Fähigkeiten, unterschiedliche Attacken sind. Also auch wenn da fünf gleiche Typen stehen, die sind alle unterschiedlich bewaffnet, da muss man schon muss man ein bisschen mitgucken, so ist eigentlich schon gut gemacht. Also. Ja, vor allem muss man ja auch echt dran denken, dass man so seine Züge so plant und auch so an die Fähigkeiten und ich sag mal so Voraussetzungen des anderen Helden, der dann danach kommt, denkt und so. Ne? Wie bei dem einen Mal, wo man im Prinzip dann nicht in dem einen Feld stehen bleiben darf, weil ich dann mit einem Helden schon das Feld blockiert habe. Genau. Und also man muss da schon echt ein bisschen planen und gucken. Und also ich finde es echt super. Es ist halt eine ganz andere Erfahrung, dass man mal miteinander spielt. Bei solchen Spielen. Ja, also gerade in diesem Tabletop von Games Workshop gab es ja sowas eigentlich wenig, dass man miteinander spielt und auch hat dadurch auch eine hohe, so einen kommunikativen Anteil, ne? Weil man sich immer unterhält, was kann man jetzt machen und spricht sich so ein bisschen miteinander ab und da bringt sich halt auch jeder gut ein. Es gibt ja nicht irgendwie nur einen Zentralen, der alles entscheidet, sondern jeder spielt so seine Rolle und man hält sich ein bisschen. Auch wir haben uns verstanden, ne? Also kurz.
Nee, also wir haben, also ich habe dich wirklich als meinen Mitspieler betrachtet. Es hat mir Spaß gemacht. Wir haben sogar ein Bierchen zusammen getrunken. Ich wette, das wird in der Kampagne wieder anders. Nee, ich bin bereit, mich jetzt zu öffnen. Man muss aber auch sagen, bis zum nächsten 40k. Man muss aber auch sagen, wir haben den Bösen nicht gewechselt. Ne? Ich habe den ja als gespielt. Was der eigentlich gewechselt. Ich hätte, das wäre alles easy gelaufen. Meine Gefühlsebene war pro Kai. Das war alles gut. Das haben wir alles auf Video. Ja, ist gut. Bis zum nächsten 40k-Spiel. Ja, vielleicht habt ihr auch Überlegungen, euch das Spiel eben zu holen und das auszuprobieren. Und ihr habt eine coole Gruppe schon, mit denen ihr das vorhabt. Euch macht zu also. Kann man empfehlen, wärmstens empfehlen. Man kann es auch, sind wir nicht genau da reingegangen, aber auch, wenn man auch zu zweit das Spiel nur spielen will, weil man eigentlich immer viel Helden braucht, ist das kein Problem. Die Regeln sind so ausgelegt, dass wenn man zu zweit spielt, halt einfach jeder zwei Helden spielt, sodass man eben auch zusammenspielen kann. Theoretisch sogar kann man es auch alleine spielen. Man kann einfach dann vier Helden auf einmal spielen, das ist im Regelwerk so vorgesehen. Und wenn man zu dritt spielt, dann kann man halt gemeinsam den vierten Helden steuern. Es ist sogar zu fünft möglich. Man spielt zwar nur vier Helden und der fünfte ist halt der Buhmann, weil der steuert dann letztendlich die Verhaltensweisen der Feinde. Aber das heißt eigentlich auch, dass man, egal mit was für eine Spielanzahl, die Möglichkeiten eben bekommt, mit dem Spiel einfach auszukommen und einen schönen Abend zu verbringen. Und auch mal die Feinde nur zu spielen und die Gegner halt umzubringen. Und der Gewinner des Gewinnspiels, der Hauptgewinner, der kann sich auf jeden Fall freuen auf diese Box. Also ich hätte es nicht so erwartet. Also mich hat das echt gepackt auch. Ich finde es gut. Ja. Echt schön. Kai, es war mir eine Ehre. Ja. Wir hoffen, es hat euch vielleicht auch gefallen und ihr konntet einiges lernen. Und wenn ihr natürlich Fragen, Anregungen oder irgendwas habt zu diesen Videos, was wir vielleicht beim nächsten Mal besser machen können, weil wir jetzt auch mal mit dem Stativ gearbeitet haben, eben um halt einen festen Blickpunkt auf das Spiel halt zu haben, damit ihr das alles immer im Überblick verfolgen könnt, weil ich glaube, da wäre vielleicht irgendeine Kamera, die beweglich wäre, nicht besonders vorteilhaft. Aber falls ihr da Ideen habt, was wir besser machen können, um euch natürlich ein besseres Spielerlebnis zu bieten, auch während solchen Spielen, weil wir solche ja auch öfter machen oder öfter drehen oder aufnehmen wollen, dann schreibt doch in die Kommentare, gebt uns einen Hinweis. Und wenn ihr natürlich auch dann gefesselt seid in dem Blackstone Fortress Fieber, lasst uns dann teilhaben, wir wollen damit euch begehen. Ja, und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst und einen Daumen nach oben macht. Die Glocke klingeln lasst. Ja. Es ist spät. Jawohl. Ja. Es ist wirklich spät. Und dann habt ihr noch was. Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wenn die Locke klingelt von Windy Paradise. Macht's gut. Ciao. Ciao.